Und damit herzlichst willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir fast alle Punkte des Vampirfürsten-Talenten-Baumes-Skill, was auch immer, geholt. Und es fehlt nur noch einer. Und für den fehlt auch nicht mehr viel. Dann haben wir diesen blöden Spuk auch endlich bezwungen, hab wieder ein Achievement mehr und können uns dann um andere Sachen kümmern. So. Lang ist's nicht mehr, das ist gut. Dann kann ich mich wieder heilen und diesen Kackspuk hier endlich hinter mich bringen. So, hier irgendwo müsste rein theoretisch gesehen ein Lager der Sturmmäntel sein. Ich hab aber, bin mir aber zum Verrecken nicht sicher. Keine Ahnung, weil das war ja in der Bürgerkriegsquest, war das ja, ach, geh hier hin, bla bla bla. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube hier nicht. Nee, das scheint nicht der Fall zu sein. Nee, ich glaube, das war auf der anderen Seite. Das war irgendwo am Berg in der Nähe von der Stadt, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Es hat leichtes Futter, das ist der Punkt. Die sterben alle recht schnell. Und anscheinend macht das Spiel keinen Unterschied zwischen hochlevelig oder lowlevelig. Hauptsache Futter. Futter wie bei Mutter. Ein Drache höre ich. Wenn der vorbeikommt, kann ich den zähmen. Und wir sind wieder dem Achievement auch einen Schritt näher. Kann ich auch gerne machen, ist kein Problem. Jetzt bin ich richtig gefuchst auf die Achievements. Das letzte, was wir holen werden, ist das legendäre Drachen-Achievement, weil dafür müssen wir auf legendär spielen und ein gewisses Level haben. Und den Drachen im Nicht-Gott-Modus besiegen. Pferd. Okay. Frostflussleuchtturm. Oh. 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 Ist das Habts Tagebuch? Hier. Nachdem Ramati und ich jahrelang von Hammerfell nach Solstam und wieder zurückgesegelt sind, haben wir endlich genug Geld gespart, um den alten Leuchtturm zu kaufen, den wir an der Küste entdeckt haben, und zum nächsten Monat ziehen wir ein. Diese Nord wissen wirklich zu leben. Es mag kalt sein, aber nichts ist beruhigender, als ein Lebensabend damit zu verbringen, den Eisbergen zuzusehen. Ramati liebt es hier auch. Obwohl es gelegentlich durch die Decke regnet, Mani und Sudi allerdings sind anscheinend unglücklich. Ich weiß, dass die Kinder alt genug sind, um auszuziehen, aber ich hoffe auch, dass sie die Ruhe werden. Aber ich hoffe, auch sie werden die Ruhe und den Frieden hier mit der Zeit ebenso sehr lieben wie ich. Mani und Sudi zanken und schikanieren sich weiter gegenseitig und gehen inzwischen anscheinend auch auf ihre Mutter los. Ramati stellt immer wieder fest, dass Dinge aus dem Keller verschwunden sind. Sudi sagte, sie habe dort unten ein Geräusch gehört, aber Mani glaubt einfach, dass ihre Mutter vor Einsamkeit den Verstand verliert. Allein der Gedanke ist lächerlich. Sie wollte schon immer hierher ziehen, wenn sie erst in Rente ist. Sudi sagt immer wieder, dass sie nachts aus dem Keller Kratzgeräusche hört. Ich glaube, sie will nur ihre Mutter hochnehmen. Aber ich gehe wohl besser in die Stadt und hole ein paar Fallen. Nur für den Fall, dass es Geber sind. In ein paar Tagen bin ich wieder zurück. Ich hoffe nur, die beiden lassen Ramati in Ruhe, solange ich fort bin. Ihr Götter. Ach, ihr Götter, warum? Als ich nach Hause zurückkehrte, fand ich meine wunderschöne Ramati ermordet vor. Und dieses Ding, dieses scheußliche, käferartige Kreatur, war dabei, unser Heim zu durchwühlen. Ich habe es geschafft, das verdammte Ding zu töten. Ich glaube, es ist vielleicht ein Daedra. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ihr Götter, meine arme Ramati. Jetzt muss es im Keller gekommen sein. Ich gehe jetzt hinunter und schließe hinter mir ab, damit sie nicht entkommen können. Ich weiß nicht, ob ich es rausschaffe, aber ich muss meine Familie retten. Habde. Kaurus. Ei. Tja. Ich glaube, das liegt daran, weil hier
die Zwergenruine so nah dran ist. Dass es vielleicht unter der Zwergen- oder mit der Zwergenruine irgendwie unterirdisch zusammenhängt. Ich gehe jetzt erstmal hoch und gucken wir mal nach. Was wir denn haben. Ja, ich weiß, ich muss runter. Achso. Das ist alles. Okay. Ja gut, theoretisch gesehen, also der Punkt dabei ist... der Punkt dabei ist, dass ich jetzt so per se nicht weiß, ob und wo dieses Lager ist, aber ich weiß, dass hier es ein paar Falmer geben wird und ein paar Kaurus. Das heißt, hier kriege ich wahrscheinlich auch noch meine Punkte zusammen und dann haben wir das Ganze nämlich auch abgefrühstückt. Hoffentlich. Ab in the Keller. In the Keller, Preller. Ah ja. Ein paar Kauren. Ja komm, leck mich an der Klöten, Alter. Gut. Ah, natürlich komme ich da nicht durch. Ach, wie sehr ich es auch liebe. Oh, Junge, Alter. Oh. Ein bisschen müde. Ein bisschen ist gut. Was haben wir denn hier Schickes? Ich wandle mich am besten gleich in den Vampir, da muss ich nämlich später nicht machen. Hoffe mal, dass ich überall durchkomme. Ach, da drinne. Ach komm. Lang kann's nicht mehr sein. Genau aus dem Grund will ich, dass diese Kacke, wenn die vorbei ist, dass ich wieder vernünftig der Story folgen kann und mich darauf konzentrieren kann. Da ist schon mal Mani. Mani hat's von den Falmern erwischt. Und das hier? Falmerschwert. Alter. Das ist schon heftig. Schwupp, schwupp, schwupp. Ah. Gucke mal. Nein. Ja, 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 komm. Vergiftet worden, das ist mir sowas von egal. Okay, komm. Ja, ja, ja. Wie, du lebst noch? Ich wollte gerade sagen, Alter. Halmer Schattenschleicher Meister. Kann ich schon? Nein, noch nicht. Na gut. Dann hat es wahrscheinlich einfach nur nicht angezeigt, dass ich den einen auch noch ausgesaugt habe. Mir egal, Hauptsache es funktioniert. Weißt du? Wie gesagt, ich will das jetzt so schnell wie möglich vorbei haben, dass es durch ist. Es ist so ein abnervender Rotzeputz. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das klappt mit den Falmern nicht, aber das kann doch gar nicht sein. Okay, ich bin leicht verwirrt, aber okay. Wie gesagt, Hauptsache ist, dass es klappt. Mittwoch, Donnerstag, das ist jetzt Freitag, dann brauche ich nur Samstag und Sonntag, okay. Ist die Hauptsache. Es muss einfach nur funktionieren. Ob es mir jetzt angezeigt wird oder nicht, ist doof, wenn es nicht ist, aber ich will einfach nur wissen, ob es klappt. Ich will einfach nur, dass es klappt. Das ist der Punkt, weil... Wie gesagt... Wieso...
Okay, es gilt anscheinend doch nicht. Aber warum nicht? Bei denen gilt es... Ja. Ja gut. Ja, wenigstens ein bisschen was. Wenigstens ein bisschen. Ah, guck mal, das ist gleich Nummer 2. Das ist perfekt. Zeig mir die an, dass ich es geschafft habe, Mann. Hier ist eine Fackel. Ah, oh, ich hätte gerade ganz kurz Hoffnung. Ich hatte gerade ganz, ganz kurze Hoffnung, weil da ein dicker Text war. Ach komm schon, Alter. Aber ich finde es schön, dass hier so viele Kaurusse sind. Das ist sehr gut. Was bei dem auch funktioniert. Ey, nicht abhauen. Ach Junge. Ach ja, nicht abhauen. Heilige Scheiße, was bist du denn für ein großer... Okay, das war also das Rätsel. Na komm schon. Nicht mehr viel. Ja! Oh mein Gott, endlich! Alter! Verflixte Kacke. Komm, 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 komm. 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 Ich hab alles. Ja! Oh mein Gott, endlich, Alter! Heilige Scheiße! Oh, Junge, Alter! Oh, na endlich! Jetzt habe ich alles. Oh, ich kack ins Essen. Na endlich, Alter! Okay. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich... Boah, ey, Alter. Meine Fresse. Was ein blöder Kack. Klar, natürlich, der Punkt dabei ist, wenn man jetzt aktiv... wenn man vernünftig spielt und sagt, okay, man mag den Vampir-Gedöns... dann ist es natürlich überhaupt gar kein Problem. Dann macht man das zack, 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 macht man das ja schnell. Aber der Unterschied dabei ist halt, wenn man Vampir eben nicht mag. Dann hat man daran überhaupt gar keinen Spaß. So. Oh Gott, endlich, Alter. So, jetzt erst einmal. Wo war das denn? Beziehungsweise was war das denn? Das war in Mortal. Bei einer Person. Och nein. Steckt eure Waffen weg. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Wie viel muss ich denn zahlen? 1000. Na. Warte mal. Wo ist denn der Typ? Ich brauch den schnell, weil ich muss... Oh, das ist ein... Ach, ein Drache. Wo ist denn der Typ? Der müsste doch theoretisch hier irgendwo sein, weil dann kann ich nämlich ganz schnell, Wo ist er denn? Schnappt sie euch. Tötet sie. War der überhaupt hier? Der war doch hier. Oder? Weil ich kann mich auch nicht wegteleportieren, sonst ist es schnell zur Dämmerwacht und vielleicht da. Kann ich mich jetzt vielleicht schnell wegteleportieren? Ja, gut. Dann gehe ich nämlich schnell zu Dämmerwacht. Vielleicht haben die ja noch einen Tipp für mich oder sowas. Also, Rüstung Dämmerwacht. Gut, auf der anderen Seite müsste ich vielleicht noch mal ein paar Leuchen
paar Leichen fressen, um mich wieder... Ich speichere mal. Das habe ich auch schon seit langem nicht mehr gemacht. Ich speichere mal. Ich weiß, dass es geht. Hier ist ein roter Punkt. Gut, ich gehe wieder. Gleich wieder weg. Bin gleich wieder weg. Tue ich mir gar nicht erst an. Kann ich hier einfach warten, bis es Nacht ist? Und dann die Leute aussaugen? Dann bin ich vielleicht wieder etwas menschlicher und kann, ja, ne? Und so. Das hätte jetzt nicht so gut funktioniert. Okay. Kleinen Moment. Ich google das jetzt mal schnell. Ich google das mal schnell. Dauert nur 2 Minütchen. Der Skyrim Wiki. Hier. Suchen. Hoppala, Verzeihung. Und dann Vampi. Ja. Vampirismus, genau. Weil dann lasse ich mich nämlich zurückverwandeln und dann ist wieder alles perfekt. Bla bla bla. Welches 3 Tage Infektion, geschwächt durch Sonnenlicht, gefürchtet, Blutdurst, Existenz. Scarum ebenfalls, bla bla bla. Mit Vampirismus kann man sich unendlich oft infizieren und ebenfalls immer wieder heilen. Falion, der Wunderheiler von Mortal. Falion, goodie. Dann, ich glaube, da habe ich wenig Chancen jetzt gerade. Weil ich bin ja Vampir und ich bin wahrscheinlich ziemlich, offensichtlich einer. So wie die Wachen, die jetzt ständig nach mir rennen und mich einschnatzen wollen. Weil so schnell kann ich auch gar nicht reagieren. Was ich jetzt mache, ich breche jetzt irgendwo ein. Hoffe, dass diese Person schläft. Oh, fick dich. Ja, komm, nimm meine 1000 Goldstück und halt die Schnauze, Mann. Vogel, Alter. Vogel. So, Falion, wo bist du? Bitte, ich brauche dich ganz schnell. Ja, komm, halt die Schnauze. Als Asluf. Wo ist denn Falion? Ich brauche den ganz schnell. Tonir. Bevor hier wieder irgendwas eskaliert. Mortal, ich bin ein Mortal. Falions Haus, gut. Meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht, damit Mortal weiterhin... Ja. Mortal ist ein Ort im Bedrängnis und es ist meine... Ja. Ich weiß vieles. Ich habe Dinge studiert, die den meisten Menschen gar nicht zu... Ja. Ich habe Data und Wema und Such alles... Heilmittel. Dafür ist ein gefüllter... Ja. Wenn ihr einen Stein habt und ihn gefüllt habt, kommt wieder zu mir und ich werde das Ritual durchführen. Ich werde leben in eurem toten Körper. Habe ich einen? Bringen. Vampir. Bitte geht nachts nicht vor die Tür. Draußen ist es gefährlich. Ich habe keinen, oder? Ich habe keinen, oder? Also. Fuck. Es. Seelenstein, aber schwarzer Seelenstein. Ist weh. Nee, ich habe keinen. Goodie, dann. Habt ihr was zu sagen? Schwarzen Seelenstein. Ich würde ihn nicht an jeden verkaufen, aber für euch mache ich eine Ausnahme. Die Kosten, um den Stein zu ersetzen. Ich habe einen schwarzen Seelenstein. Der im Moment absolut nutzlos ist. Ihr müsst ihn mit einer Seele füllen. Mann! Junge! Also gut. Du blöder Wichser, Alter. Wie viel. Gut, das wird ein wenig doch kritischer. Bringe einen gefüllten Seelenstein zum Mortal. Zur Süßführung benötigt Alex einen gefüllten Seelenstein. Ich darf nicht blutdürstig sein, wenn ich ihn treffe, sonst wird er mich nicht vertrauen und sich weigern, mir zu helfen. Gut, das heißt, ich muss was fressen und gucken, wie ich einen Seelenstein fülle.
Warte mal. Ein schwarzer Seelenstein, den kann ich, glaube ich, mit einer Menschenseele füllen, oder? Das heißt, ich brauche erstmal eine Waffe, die Seelen einfangen kann. Und dann muss ich gucken, dass ich den Seelenstein mit Menschen fülle. Meine Fresse, Alter. Wirklich so ein Hin und Her und Her und Hin und meine Herr, was ein Kind, ey. Ich hoffe, dass ich irgendeine Waffe habe mit Seelenreißer drauf. Das wäre jetzt dann doch echt geil. Ja. Damals. So, ich guck mal ganz kurz, ob ich noch andere Seelensteine dabei habe. Winziger Seelenstein, armselige Fülle. Nee, das ist schwarzer Seelenstein. Nee, ich habe nur den einen. Gut, dann hole ich mir jetzt einfach schnell irgendwo einen Menschen her und schlachte den schnell ab und dann ist gut. Da nehme ich extremst starke Pfeile. So richtig starke. Ich nehme mal Daedra oder Knochen. 26. Und den Bogen. Stirbt das Ziel innerhalb von 4 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Und das Ding noch auffüllen. Mächtiger Seelenstein. Ich habe jetzt aber nicht den schwarzen benutzt, oder? Nee. Okay, gut. Dann suche ich noch einen Menschen irgendwo. Festung Sonnenwacht, da müsste doch irgendwo einer sein. Ist ja kackegal. Irgendeine Wache oder sowas. Pferd würde ich jetzt nicht dafür nutzen. Das wäre ein bisschen makaber. Ist hier keiner da vorne? Komm. Ja. So. Der schwarze Seelenstein ist jetzt gefüllt. Jawohl. Ach Gott sei Dank. Da kommt doch jetzt Freude auf. Endlich haben wir es geschafft. Endlich haben wir es geschafft. Nicht A-schafft, nicht B-schafft, nicht H-schafft, nein, G-schafft. So. Einmal wieder zurück nach zu Falion. Oh, endlich, Alter. Meine Fresse. Falion, du geiler Schinken, bitteschön. Murtal ist ein Ort in Bedrängnis. So. Sehr gut. Kommt in der Morgendämmerung zum Beschwörungskreis in den Sumpf. Wir werden die Kreatur, zu der ihr geworden seid, bannen. Also gut. Triff Falion bei Sonnenaufgang. Gut, machen wir. Blutdürstig bin ich, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass ich das bin, also von daher müsste es eigentlich passen und falls nicht, ich hoffe, dass es nicht nochmal ist. So. Was ist das denn? Riesenflechte. Hm. Ah, Morgendämmerung. Morgendämmerung ist 11 Uhr mittags. Wenn ich 10 Stunden warte, das dürfte 1 Uhr morgens sein. Dann ist es, glaube ich, Nacht, oder? Ja, genau, jetzt ist es Nacht. Jetzt haben wir 9 Uhr morgens, warte mal. So. Gut, oh, danke schön. Bring es hinter uns. Bitte. Mach tu. Mach fertig. Ich rufe die Reiche des Vergessens. Oh, meine derer, die nicht unsere Vorfahren sind. Antwortet auf mein Flehen. So wie es im Tod neues Leben gibt. Gibt es im Reich des Vergessens einen Anfang für das, was geendet hat? Ich rufe diese Macht herbei,
Nehmt die Seele an, die wir darbieten. So wie die Sonne die Nacht beendet, beendet die Dunkelheit dieser Seele. Bringt das Leben in die Kreatur zurück, die ihr vor euch seht. Das Ritual ist abgeschlossen. Na endlich. Ein Wunder. Wie schön. So, das hier machen wir nebenbei. Das kann ich jetzt gleich mal anfangen. Ich mach mal ein bisschen... Ach komm, machen wir es gleich hier. Machen wir es. Ne, Fadion ist, glaube ich, ganz wichtig. Geh mal, machen wir so. Weißt du was, wir gehen hier aufs freie Feld von Weißlauf. Da haben wir genug Platz. Ruf mal Durnevir. Okay, dann... nachher sah das komisch aus. Okay, warte mal. Magie, Schreie, Willen beugen. Beugen. Komm her, Kollege. Komm mal ran. Dann zähme ich dich auch gleich kurz. Dann kriegen wir vielleicht das Achievement auch irgendwann noch. Komm mal her jetzt. Komm jetzt her. Kollege. Dann halt nicht. Ist auch in Ordnung. Vogel, Alter. Willst du jetzt oder nicht? Ja? Im Vorbeiflug noch erwischt. Geil. Komm her. Eisdrache. Naja, nicht auf mir. Indem du mich auf dich reiten lässt, Kollege. Ach, geil! 10 und reite 5 Drachen. Mega! Ach, wie schön. Ja gut, perfekt. Na komm, gehen wir irgendwo random hin. Machen wir... Da, wohl und rund. Zack, hin, runter, wieder zurück. Du und wir herbeirufen. Ich werde nach einem Landeplatz suchen. Ach, wie geil. Okay. Ja. Guti. Perfekt. Nee, ich im Stein. Danke dir. So, und jetzt schnell wieder runter. Ruf mal den Durnevi herbei. Schrei-E. Hier, Durnevi beschwören. Warum nicht? Wie versprochen, lehre ich euch nun das erste Wort des Seelenreißens. Ri, die Essenz der Lebenskraft eures Feindes. Geil. Cool. Und jetzt haust du einfach ab, oder wie? Ach, lerne das zweite Wort von Durnevirs Schrei. Ach so. Ja, gut. Und jetzt kreist Durnevir hier. Ja gut, der war ja ewig lang da drin. Jetzt kann er wieder schön erstmal ein bisschen die Flügel ausstrecken. Den Himmel von Himmelsrand. Haha. Den Himmel von Himmelsrand uneigen machen. What the fuck, Alter? Ach, hört doch ein wenig um mich. Keine Ahnung, was ich hier laber. Ich gehe jetzt noch einmal dahin. Einfach nur, damit Durnevir sich wieder verdödeln kann. Ich habe wieder ein bisschen Zeit verbracht und ich will gucken, ob dieser rotzverdammte Daedra endlich da ist, weil ich will diese Sanguinrose haben.
steht bestimmt auch schon 30 Mal in den Kommentaren. Ich müsste sie einfach nur nochmal lesen. Und es tut mir sowas von leid, dass ich bis jetzt immer noch nicht geschafft habe. Aber das ist ein absoluter Kampf gerade. Wirklich. Echt schlimm. Was ist denn? Ja gut. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat gefallen diese Folge. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Und stay fresh, Leute. Und gehabt euch wohl.